alle zusammen. 55 ganze Folgen haben wir mit Spaceborne zusammen gemacht. Ihr geht sicher davon aus, dass jetzt die 56. Folge folgt und wieder ein astronomisches Thema von mir erklärt wird. Wie ihr auch der Überschrift dieses Videos das Ganze entnehmen könnt, ist das nicht der Fall. Das hat einen bestimmten Grund. Ich mache es einfach kurz und knackig. Ich werde Spaceborne verlassen. Ich werde nicht länger Mitglied bei Spaceborne sein, bei der Organisation, die seit etwa 4 Jahren besteht und die es sich als gemeinsames Ziel gemacht hat, jugendliche Hobbyastronomen aus ganz Deutschland zu einer Einheit zusammenzuschweißen. Der Grund dafür ist ja im Grunde etwas sehr Diffiziles. Es ist ein relativ kompliziertes Unterfangen in der Summe. Ihr wisst mittlerweile seit dem ersten Livestream, dass Spaceborne einen Gründer hat, Stefan Jilka, mit dem ich seit Spaceborne in die Wege geleitet wurde, immer wieder in permanentem Austausch stand. Und wir haben uns natürlich auch häufig über organisatorische Dinge unterhalten und Planungen getroffen, über Projekte, die anstehen, und haben dabei in kooperativer Arbeit dafür gesorgt, dass Spaceborne heute zu dem geworden ist, was es jetzt ist. Das war immer sehr aufschlussreich, mit Stefan über Dinge zu reden, die sich dann in der Folge in Projekten und so weiter widerspiegelten. Jetzt ist allerdings vor einigen Monaten ans Licht gekommen, dass ja, wir bezüglich einiger Dinge, die Spaceborne betreffen, doch Meinungsverschiedenheiten haben und die unüberbrückbar sind, und wir diese Art von Meinungsverschiedenheit auch auf eine Art und Weise untereinander ausgetragen haben, wie sie, ja, dass sie zumindest nicht zu so einem stabilitätsfördernden Klima führt, um es mal astronomisch auszudrücken, in der Organisation. Stefan und ich haben also viel geschrieben, und das war, wie ich das bereits erzählt hatte, auch nötig, um die notwendigen Schritte in die Wege zu leiten, um Spaceborne irgendwie am Leben zu erhalten, um Innovation und Vision in dieses Projekt zu stecken. Das Ganze hört jetzt auf mit mir, weil wir, wie gesagt, diese Meinungsverschiedenheiten miteinander austragen mussten und das eben ja auf eine Art und Weise getan haben, die es nicht möglich macht, dass ich weiter Mitglied bei Spaceborne bin. Was ich für Spaceborne geleistet habe, ist einerseits natürlich der YouTube-Kanal. Hier werden oder wurden in der Vergangenheit Videos hochgeladen mit teilweise unregelmäßigen Abständen, teilweise auch regelmäßig. Ich habe Texte geschrieben für die Website, die für Spaceborne existiert. Da war im Anschluss an die Entlassung, die Stefan mir gegeben hat, die Frage, was mit diesen Arbeiten passiert. Ich musste nicht lange darüber nachdenken, habe mich dazu entschieden, dass sowohl die Videos auf YouTube als auch die Texte auf der Website dort erhalten bleiben, dass sie also ja weiterhin Spaceborne zur Verfügung stehen und ich sie nicht mitnehme. Mitnehme ist das richtige Stichwort, denn ich werde selbstverständlich weitermachen auf einem anderen Kanal, zusammen mit einem anderen Mitglied aus der Organisation Spaceborne, nämlich mit Nikolai Steinkohl, der auch ein langjähriger Freund von mir ist, und wir haben in Bezug auf Astronomie sehr viele gemeinsame Erfahrungen gemacht, sind zusammen im astronomischen Sommerlager immer gewesen und haben wirklich eine Menge zusammen geplant. Da wird es jetzt darauf hinauslaufen, dass ich also die Organisation Spaceborne verlasse. Die Arbeiten bleiben, stehen euch jederzeit zur Verfügung. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß dabei, wenn ihr euch die anguckt. Ich werde mit Nikolai anfangen, neue Dinge aufzubauen. Wir haben eine eigene Website gemacht mit dem Namen Astronomics auf Jimdo. Ist sie schon zu finden. Astronomics, Jimdo, einfach eingeben, falls ihr wollt. Falls nicht, dann eben nicht. Ein YouTube-Kanal wird kommen. Cosmos Synthetica heißt er. Ist aktuell schon, also existiert schon, ist schon erstellt worden, nur
gibt es noch keine Inhalte, die hochgeladen sind. Folglich ist er noch gar nicht auf YouTube zu finden. Aber da werden in der Zukunft werden viele Dinge in die Wege geleitet. Wir werden da was Neues aufbauen. Das wird mir mega viel Spaß machen. Ich freue mich schon total auf die Arbeit, weil es natürlich auch einige Neuerungen gibt im Vergleich zur Qualität der Spaceborne-Videos. Ja, letztlich bleibt mir nicht viel übrig zu sagen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch dafür bedanken, dass es ja im Grunde, dass es für mich halt möglich war, mich immer vor die Kamera zu stellen, mich dabei selbst angucken zu können. Und es sind am Ende jetzt 49 Abonnenten, das ist halt schon viel. Wenn man sich vorstellt, dass die alle in einem Raum stehen, dann sind das sehr viele Menschen. Da sind Mitglieder aus Spaceborne bei, da sind teilweise Menschen bei, die nicht von Spaceborne selber kommen, sondern uns gefunden haben. Und auf die bin ich natürlich besonders stolz. Ich hoffe, dass ihr Verständnis dafür habt, dass diese Entscheidung jetzt von Stefan getroffen wurde, mich nicht weiter Mitglied bei Spaceborne sein zu lassen. Die genauen internen Dinge, die abliefen, werde ich natürlich nicht öffentlich vor die Kamera bringen, das ist, denke ich, klar. Ansonsten bleibt mir nicht viel übrig, was ich jetzt noch sagen könnte. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für die Unterstützung, die es Gefällt mir Angaben in den Videos immer gab. Durch die Aufrufe, durch die Abonnenten und ja, teilweise auch das Feedback, das es ja in einigen Videos hin und wieder schon gab. Ja, Dankeschön und ich hoffe, ihr werdet weiterhin viel Spaß mit dem Hobby der Astronomie haben, denn das ist ein wirklich faszinierendes Hobby, das ich natürlich auf keinen Fall missen werde. Ich werde am Ball bleiben, definitiv. Ich werde dranbleiben an den Projekten, die ich entwickelt habe. Nur eben nicht auf Spaceborne, sondern auf einer privaten Website und einem privaten YouTube-Kanal, den ich jetzt hochladen werde oder auf dem ich Videos hochladen werde. Ja, ansonsten, wie gesagt, danke und ich wünsche euch noch viel Spaß auf diesem Kanal. Wer weiß, ob vielleicht in Zukunft noch andere Inhalte hier hochgeladen werden, dann eben ohne mich, sondern mit anderen, eventuell weitere Livestreams. Ja, gut, dann wünsche ich euch alles Gute und tut mir leid, dass es jetzt so plötzlich kommt und ich jetzt auf einmal so Goodbye sagen muss. Ist nun mal so und dann wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns ganz bestimmt irgendwann nochmal wieder.